So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich frage mich, ob ich überhaupt noch dazu komme, die Aufnahmen hier hochzuladen. Weil momentan komme ich nicht nach mit dem Hochladen. Und ich glaube, mir laufen schon die Abonnenten weg. Mine. Salzmine. Aber ich weiß nicht, was die Mine hier macht. Irgendwas wird sie schon machen. Aber ich erforsche so viel, ich weiß auch irgendwas. Genau, Bronze. Dschungel entfernen, danach kommt ja Eisen. Und so viel ich weiß, spiele ich auf ganz leicht. Das heißt, so arg viel falsch machen kann ich ja gar nicht. Genau, das waren ja meine Erkundungstrupps. Die sind fast wieder voll, genau. Haben die irgendwie Lebenspunkte abgezogen bekommen? Nee, die müssen doch vollständig sein. Na, die brauchen noch ein Stückchen. Bibliothek, Aquädukt, Aquädukt, Gesundheit. Bitte. Mit denen mache ich hier, glaube ich, dann auch noch. Sehr schönes Geräusch, danke, das hat mir gefehlt. Ich weiß noch nicht, wie man so genau eine Stadt einnimmt. Hatte ich da nicht irgendwo einen Militärberater? Berater, Militärberater. Jo. Gibt es hier irgendwas so für Tipps oder so? Hilfe. Technologien, Einheiten, Spielkonzepte. Jo. Spielkonzepte. Kampfregeln. Oh Gott. Verschlag mich doch nicht mal gleich mit Informationen. Kampfstärke, Treffpunkte, Nahkampf, Nahkampf, Fernkampf, Reichweite, Sichtkampf, Geländebonus. Heißt es nicht eigentlich Boni? Naja, egal. Festung, Verschanzen, verschanzungsfähige Einheiten. Der Befehl Bereitschaft, Seekampf, Stadtkampf. Städte sind bedeutende Ziele und können, sofern sie befestigt sind und von Einheiten verteidigt werden, ziemlich schwer zu erobern sein. Man bringt aber große Belohnungen mit sich. Schließlich kann man eine Zivilisation vollständig aus dem Spiel werfen, wenn man ihre Städte erobert oder vernichtet. Mit genügend Gegnern gelingt, gewinnt ihr einen beeindruckenden Herrschaftssieg. Stadtkampf. Städte einnehmen, Sonderregeln. Fernkampfeinheiten, Marine, Boden, Raketen können keine Stadt einnehmen. Wir machen, bis die Nahkampfeinheit eintrifft. Hm. Wenn die Treffpunkte einer Stadt null erreichen, kann ich nicht eindringen, unabhängig davon, wie viele einen sich bereits da befinden, wenn dies geschieht. Als eroberte Angreifer hat man die Möglichkeit, die Stadt zu vernichten. Sie wird mal so manche. Also schwer getroffen. Hm. Ich weiß nicht, ob mir das in dem Fall weiterhilft. Aber wahrscheinlich sollte ich noch Truppen nachrekrutieren. Was sind die? Oh Gott, 9 Runden bis zur Festung. 3 Runden. 2 Runden bis zum Sägewerk. 2 Runden bis zum Bauernhof. Das heißt, warten. Dort hinein ging Hektor, der Göttliche, und in der Rechten trug er den Speer,
11 Ellen an Längen und vorn an dem Schafte blinkte die bronzene Schärf, umlegt mit goldenem Ringe. Homer. Was kam da alles rein? Ottomanisches Land rund um Städte rum, um mehr Nahrung produzieren oder Gold zu produzieren. Die Zeit ist alles vorbei. Ja, macht nichts. Gold verdienen wir trotzdem. Schütze in Dänemark. Die Stadt schon verlangt Tribut. Wird die Beziehung stark beinahe. Ich kann sogar zum Krieg führen. Florenz. Und mich ist verarschen. Verbindet da niemand? Okay, ja gut, dann Frieden schließen. Frieden herrschen kann. Sie sind halt zornig und irrational. Oft ganz zufällige Forderungen. Dann bleiben wir eben bei Frieden, aber... Was empfiehlt er mir hier? Plantage. Aber was für eine Plantage? Ist das auch eine Plantage? Ne, das ist ein Bauernhof. Was ist das für ein Geländefeld? Ach, Bananen! Okay. Erkunden wir hier noch ein bisschen. Boah. Oh, Bereitschaft. Oder gab es hier irgendwo Barbarenlager, derer ich mich annehmen sollte? Momentan nicht. Mit Florenz geschlossen. Ja, danke. Forschung, was wird jetzt nächstes? Das ist doch immer das Spannendste. Forschung. Riesenverarbeitung. 6 Runden. Metallguss. Schwertkämpfer könnten noch sehr nützlich sein. Das dauert noch 8 Runden. Nervig. Eine Runde. Eine Runde. 2 Runden. Können die noch nicht über Wasser? Produktion will. Okay, dann ist der Katapult etwas unnötig. Markt. Aquädukt. Kaserne. Monument. Steigert Kultur 4 Runden. Na, Moment, momentan denken wir eher praktisch. Wo ist unser Fokus da? Auf Bereitschaft. Ich weiß nicht, mit den Bautrupps läuft es eigentlich ganz gut momentan. Obwohl eine höhere Parallelisierungsrate jetzt angenehm wäre. Aber ich meine, ich sollte mich hier ausbreiten, um mir mehr Gebiet zu sichern und mich dann auch noch hier ausbreiten. So, da. Wer ist das? Schade, kein Tooltip. Karten. Ressourcensymbole. Zucker. Solche Symbole sind noch gar nicht so schlecht. Aber nur um gelegentlich mal zu wissen, was los ist. Ertragssymbole. Oh Gott. Oh Gott. Damit kann man seine Karte echt zumüllen. Na, ah, sowas mache ich vielleicht. Wupp. Gut, so kann man sich viel Grafikleistung sparen. Das ist auch gut zu wissen. Wenn man mal nichts anderes zu tun hat. Würde ich mal sagen, nächste Runde. Müsste ich die Ressourcen Pferde? Glaube ich aber nicht. Speer, Katapult, Siedler. Das wird jetzt noch wichtig. Jo. Lauf mal hier rum. Hier laufen wir hier hin. Bereitschaft, Bereitschaft. Jo.
So, bis sie erstmal mit Dschungel entfernen fertig sind, dauert das eine ganze Weile. Momentan bin ich etwas untätig, das gefällt mir nicht. Fahre ich meine Katapulte einfach mal spazieren. Ich denke, hier oben wird nicht so schnell irgendwas passieren. Nächste Runde. Jetzt haben wir schon 500 vor Christus. Was habe ich hier produziert? Ah, beendet, Aquädukt. Hier oben, ja, die arbeiten schon, das braucht eine Weile, bis es sich ausgedehnt hat. Irgendwas Sinnvolles. Wissenschaftsberater, Wirtschaftsberater. Markt ist schön, Bibliothek ist besser. Die stehen in Bereitschaft, das ist gut. Ah, die sind fertig. Wie lange dauert es, bis es sich hier ausgebreitet hat? Oh Gott. Na, ein bisschen teuer. Ja. Ich mal sagen. So, fährst du ein Stück nach vorne. Für was bezahle ich euch eigentlich? Naturwunder gefunden. Old Faithful. Der alte Zuverlässige. Hier wird dann die nächste Stadt hinkommen. Was ist das da? Bananen. Sehr gut. Zucker. Bananen. Das heißt, ich muss mich hier hinsetzen. Dann kriege ich den Zucker. Das Wunder hier. Ah, Dschungelhügel. Lässt sich machen. Produktion. Eine Runde bis zur Fertigstellung. Das dauert noch eine halbe Ewigkeit. Sind zwei Runden erstmal mit Dschungelabholzen fertig. Die ist am Laufen. Sucht das Ziel Frankreich. Hä? Was soll denn die Scheiße? Ihr seid fertig. Jetzt wird es aber doch ein bisschen problematisch. Da sollte ich vielleicht doch noch ein Geländefeld zukaufen. 17 Runden bis zur Grenzausdehnung. Sieht es momentan aus. Verwaltung von Bürgern. Sehr ertragreich hier alles, sehr ertragreich. Ah, Moment. Plantage errichten. Da steht ja noch gar keine Plantage. Den Zucker kriegen sie nicht. Er ist meins. Das ist einfach nur Wald, Grasland. Theoretisch könnte man ja überall Straßen bauen, aber das wäre, glaube ich, ziemlich unterhaltsfressend.
Wahrscheinlich fehlt mir einfach noch die taktische Tiefe. Benötigt Befehle. Vorrücken. Achso. Na, ihr rückt mal einen vor. Einfach mal so. Spaß. Sägewerk. Keine Bewegungspunkte mehr übrig. Weiterm Hacken. Eine Runde bis Dschungel. Noch 4 Runden bis zur Festung. Ich werde diese Stadtstaaten einfach einlullen. Ach, dieser komische Typ. Da hier. Da muss ich noch mit einer anderen Stadt rein. Die können nichts mehr machen. 2 Runden bis zu den Siedlern. Gadewch i ni uno ein Beddinoedd ac elwa o'r herwydd. Ich frage mich, ob das wirklich Ding ist. Bitte schur. Okay. Wie hieß diese Sprache? Welsch? Welsch? Wie sie da oben immer sprechen. Was ist das? Oh, Zucker. Baut. Eine Runde, das dürften noch 3 Runden, genau. Jo, nächste Runde. Entfernung Waldrot. Warte mit dem Schlagen nicht, bis das Eisen heiß ist. Erhitze es durch Zuschlagen. Okay. Ich glaube, das ist eher philosophisch tiefsinnig. Okay. Siedler. Ach komm, hau nur noch einen Siedler raus. Ultimative Ziel ist... hier unten. Ja, dadurch kriegen sie ein bisschen Erfahrung. Vorkommen der Ressource Eisen. Wo ist das nächste Vorkommen? Nee, oder? Metallguss. Werkstatt. Schmiede. Was bringen die Gilden? Wer die Kampfbahn und Geländefeldern erhöht, ermöglicht es Städte, Optionen in Gold umwandeln, statt in Einheiten oder Gebäude zu arbeiten. Okay. Ja. Naja, vorankommen muss ich auch langsam mal. Metallguss.
Naja. Machen wir den Hardcore-Scheiß. Jo, dann werde ich mich wohl darum kümmern, das Eisen abzubauen. Immer noch keine Ahnung, was das hier macht. Baut wohl einfach nur Steine ab. Plantage. Jo. Was bedeutet eigentlich mal dieses... Ja. Völker, die am meisten lachen. Jo. Einfach ein bisschen erkunden. Ah, da Fortbewegungspunkte aufgebraucht. Aha. Arbeitsboot. Baut man das hier? Man das Linierungen auf Wasserressourcen wie Fisch. Das Arbeitsboot dabei verbaut. Okay. Quinquereme. Ich dachte eher an was Praktisches. Nächste Runde ist die ganze Sache fertig. Da ist auch die Kaserne fertig. Und die nächsten Siedler sind auch bald fertig. Nächste Runde bitte. Oh. Barbarenlager entdeckt. Könnte ein lohnendes Ziel sein. Was ist das? Kupfer, interessant. Mag, könnte sehr hilfreich sein. War das nicht eben schon eine Runde bis zur Fertigstellung? Naja. Schade, dass die so langsam sich bewegen. Eine Runde bis zum Sägewerk. Eine Runde. Oh, nächste Runde wird aber viel fertig. Da kann ich ja kaum erwarten, bis in die Runde zu gehen. Öffentliche Erklärung der Zivilisation Schweden. Aha. In der Ebene können sie sich wohl ziemlich schnell bewegen. Man kann auf einer Festung noch einen Bauernhof bauen. Das wäre interessant. Okay. Dann können wir die ja eigentlich hier hochschicken. Hier. Ah.
Die nächsten Siedler sind fertig. Sehr schön. Klingt wie ein sinnvoller Vorschlag. Keine Fortbewegungspunkte mehr. Okay, zweimal Siedler reicht. Große Bibliothek. Ah, der Markt ist momentan wichtiger. Die Märkte, die Märkte. Steht unter Schutz von, steht unter Schutz von, steht unter Schutz von. Die schießen jetzt darüber. Zack, zack. Sollte eine Runde. Haben die es nicht sowieso schon getan? Eine Runde. Ist in der Runde so viel passiert? Unverschämtheit. Nein! Ja, ich glaube, da mache ich ein bisschen mehr Damage. Die sind fertig. Ja, da wäre es sinnvoll, da zu arbeiten. Die sind da fertig. Gold habe ich noch genug, um mehr Sachen zu kaufen zu können. 10 Runden bis zur Grenzausdehnung. Die 185 Gold werde ich nicht rumkommen. Insgesamt. Produktion läuft momentan eigentlich ganz gut. Wollte ich ja hier oben hinschicken. Ja, dank der Straße sind die ja so extrem schnell unterwegs. Nächste Runde sind die da. Ah, genau. Die anderen Siedler. Was wollen die Schweden hier machen? Finde ich nicht nett. Und das sind sie kaputt.
Mine.